Wasserski fahren. Wer ist das? Julio Iglesias. Junior. Das schnellere, schnittigere Modell. Der Julio Iglesias Junior? Ja, ja. Na und? Er sieht unwahrscheinlich gut aus. Ja, ich weiß. Deswegen hat er auch einen Exklusivvertrag bei Calvin Lauder gekriegt und steht jetzt dauernd vor der Kamera. Naja, so gut fährt er nun auch wieder nicht Wasserski. In der Woche dreht er einen Werbespot nach dem anderen, und zwar für alle möglichen Produkte wie Gesichtscreme oder Cologne und natürlich Unterwäsche. Den sollten wir uns ansehen, wenn sie den drehen. Pronto. Ich glaub's nicht, das ist doch nicht zu fassen. Ihr sprecht, als wäre er nur ein Lustobjekt. Wie bitte? Na, glaubst du, ich durchschau das nicht? Ach, du bist doch nur neidisch. Aber warum sollte ich neidisch sein? Weil er besser Wasserski fährt. Das finde ich gar nicht. Weil er besser aussieht. Sag mal, wovon redest du überhaupt? Ja, und er hat viel schöneres Haar. Jetzt ist es aber genug, ja? Gehen wir, sonst kommen wir noch zu spät zur Arbeit. Du kannst schon mal vorgehen, wir kommen gleich nach. Ja, wir müssen nämlich noch etwas erledigen, weißt du? Das glaubt ihr doch wohl selbst nicht. Ich muss sagen, dass ich mich für euch schäme. Wir müssen leider wirklich arbeiten. Ich weiß. Noch 5 Minuten? Einverstanden. Deshalb hat man den Tintenkiller erfunden. Meine Freundin hat damit auch Probleme. Ah, der Tintenkiller! Das ist der Vielleicht habe ich die Geschichte falsch erzählt. Das ist doch nur José, er bringt mir meine Axt zurück. Es geht um die Feuerbestimmungen. José, diese Maske in Verbindung mit der Axt ist geradezu geschäftsschädigend. Das ist ja abartig. Hier hast du sie. Weshalb trägst du so eine Maske? Ich spiele Hockey. Du spielst kein Hockey. Wie wär's mit Fechten? Pass hier raus mit der Sprache. Ich bin verunstaltet. Verunstaltet? Du meinst, dass du einen Pickel hast? José, Menschen zwischen 7 und 70 können Pickel bekommen. Ich meine, die haben wir doch alle mal. Nicht so einen wie diesen hier. Komm, zeig mal her. Also wirklich, du glaubst doch nicht, dass ich mich über dich lustig mache. Versprochen? Ich verspreche es dir. Also gut. Sollten wir jetzt wirklich nur noch Veronika, es sind inzwischen 3 Stunden. Ich weiß, aber wir haben ihn noch nicht beim Paragliding gesehen. Das ist ja irre, so kenne ich dich überhaupt nicht. Ich bin so, das ist ja klar, aber du? Was würde Charlie dazu sagen? Ich würde gar nichts dazu sagen. Wir haben uns getrennt, bevor er weggefahren ist. Wie ist das denn passiert? Wie fühlst du dich? Ganz gut. Er sagte, dass man auch mal andere Leute kennenlernen muss. Er hat sich doch einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Veronika! Vielleicht auch nicht. Du wirst doch hoffentlich keinen Lückenbüßer suchen. Karen, das darf nicht wahr sein. Er kommt direkt auf uns zu. Oh. Entschuldigt, gehört ihr beide zum Produktionsteam? Ja, um genau zu sein, wir sind die Produzentinnen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns noch mal in Ruhe über den Text unterhalten. Naja, sagen wir gegen 8 in meiner Wohnung? Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, was? In den Arm wäre ehrlich gesagt auch ganz schön. Hallo, ich bin Julio. Ich bin Karen und das ist Veronika. Hallo, Veronika. Veronika. Ich hatte mal einen Wellensittich, der Veronika hieß. Ach, und was ist mit ihm passiert? Lustigerweise hatte ich auch eine Katze, die Karen hieß und die der Grund dafür ist, dass Veronika nicht mehr unter uns weilt. Bist du Julio Iglesias Junior? Sieht ganz danach aus. Jedenfalls habe ich seine Hosen an. Du bist anders, als ich mir dich vorgestellt hatte. Naja, anders ist doch gut, findest du nicht? In diesem Fall ja, finde ich auch. Karen, ich glaube, wir müssen jetzt los. Ja, also wir sehen uns ja noch. Das hoffe ich doch. Also bis später. Der konnte sich ja deinetwegen gar nicht einkriegen. Er hat mich doch die ganze Zeit angebaggert. Ja, deswegen hattet ihr dauernd Blickkontakt. Ja, genauso viel wie ihr. Oh, am Ende werden wir noch Konkurrentinnen. Timmy, wach auf! Timmy! Timmy! Ich bin's doch! Sieh mich an! Timmy!
Seid ihr das? Julia? Was machst du denn da? Ich brauche dringend eine neue Perspektive. Man muss die Dinge hin und wieder von einer anderen Seite betrachten. Vielleicht sollte ich das auch mal versuchen. Probleme? Viel zu viele. Möchtest du darüber reden? Nein. Ihr Freund hat leider vor ein paar Tagen mit ihr Schluss gemacht. Karen! Es ist doch so. Gut, ja, es ist die Wahrheit. Und jetzt fehlt er mir eben. Hör zu. Liebe ist nicht wie ein Wasserhahn. Du kannst ihn nicht zudrehen, nur weil gerade mal kein Gefühl gebraucht wird. Die Beziehung mag vorbei sein, aber die Gefühle sind noch da. Und das wird auch noch eine Weile anhalten. Oh, ist der nicht gut? Oh Mann, wirklich gut. Psychoanalytische Theorie ist sozusagen mein Hobby. Wow. Weißt du, was du brauchst? Eine neue Perspektive. Jeder braucht eigentlich eine neue Perspektive. Ich setz mich jetzt nicht an das. Mich kriegst du auch nicht dazu. Ich weiß, dass das albern aussieht, aber vertraut mir. Ihr braucht das. Wir treffen uns hier in einer Stunde wieder. Ist der nicht wundervoll? Hey, was ist los? Das ist das vierte Mal, dass du hinfällst. Seit Julio Iglesias Junior aufgetaucht ist, ist bei mir völlig die Luft raus. Keine Power mehr. Keine Power mehr? Max, denkst du ehrlich, du hattest mal welche? Ich meine es ernst. Meine Wasserskikünste lassen nach und meine Chancen bei Frauen sind auch nicht mehr das. Stell dir vor, heute Morgen habe ich auf meinem Kissen ein Büschel grauer Haare gefunden. Max, du brauchst dir echt keine Sorgen zu machen. Julio fährt bald nach Hause. Und kurz danach schlüpfst du ganz schnell wieder in deine Traumwelt. Ich will aber nicht warten, bis er abfährt. Ich möchte jetzt sofort etwas dagegen tun. Sieh mal die heiße Braut da drüben. Sheila Kosinski? Du kennst sie? Kannst du sie mir vorstellen? Deine Weibergeschichten kannst du allein anleiern. Bitte, wir sind doch Freunde, oder? Ich will nur meine Power zurück. Also gut, überredet. Was soll das denn? Dass ich José deine Maske aufhat und Timmy durch die Gegend schleppt, der anscheinend Tourismus geworden ist. Nichts, worüber das man sich Gedanken machen müsste. Wieso fragst du? Hallo, Sheila. Ich möchte dir gerne Max vorstellen. Hallo, Max. Schön, dich kennenzulernen. Darf ich Mambo-Lammkeule in Bananen flicken? Was hast du gesagt? Hey, Max, was redest du da? Katze Grün TV, wenn die Mango singt. Wir reden später weiter, wenn wir dazu in der Lage sind. Was ist denn da gerade passiert? Du hast völlig vergessen, wie man spricht. Julio hat es geschafft, dass mein Hirn aussetzt. Ich bin komplett Banane, Karen. Keine Frau wird jemals wieder mit mir sprechen. Mach dich nicht verrückt, Max. Ich rede jederzeit mit dir. Danke, Karen. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass du für mich da bist. Du bist ein echter Freund. Karen, also, bist du soweit? Wir haben doch eine Verabredung mit einer neuen Perspektive. Na klar, natürlich. Bis dann, Max. Aber Ticker, Kassette, Eichhörnchen auf der roten Zamboni. Bitte angeschnallt. Keine Panik, wir schaffen das schon. Weißer Donner an Basis. Alarmstufe 3. Steuerrakete in Betrieb. Holt uns hier raus. Mann, das war knapp. Yes, it's time to tell you about the way I feel. When I see you, did you see me? Wanna laugh, I wanna scream. I love your eyes, I love your hair. I love your personality and I can see. You could be a part of me, but you're always a fan, yeah. When you could be mine, yeah. You could be my girl. You could be my world, yeah, yeah. You could be my girl. Oftentimes I wonder what it's like to have you in my arms. Although you'll stay beside me and I won't do you wrong. So take my hand, you're the one I'm dreaming of. Together we can find the strength that's only built on love. Because I'm here for you, what's a guy supposed to do? Well, I can see how you can be a part of me, but you're wasting time when you could be. Wollt ihr mich verarschen? Bringt das Ding hier rüber!
bring die Frage her und schau. Karen, kann ich dich was fragen? Nein, ich bin nicht an Julio interessiert. Woher wusstest du das? Komm schon, Veronica, du bist meine beste Freundin. Ich sehe doch, ob du dich für jemanden interessierst oder nicht. Ja, aber interessiert er dich nicht? Julio ist witzig. Er ist wirklich intelligent und sieht gut aus. Nur leider ist er nicht mein Typ. Er ist zu perfekt. Ah, ich suche eine Herausforderung. Hallo, ihr zwei. Ich wollte euch nur sagen, dass ich mich ständig übergeben muss. Und daran ist meiner Meinung nach Julio schuld. So eine heftige Herausforderung natürlich nicht. Also, Plätze, Leute, und Ruhe, bitte! Geht gleich los. Wer hat mir diese Wäscheklammer angehängt? Wer war das? Das hört jetzt auf. Ich habe keine Lust mehr auf sowas. Okay, Julio, es kann losgehen. Viel Glück, Mann. Hopp, 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 lasst uns anfangen. Kamera ab. Kamera läuft. Calvin Lauder Shampoo, Take 4. Und Action! Das Leben ist hart. Die Menschen sind Schweine. Und die Welt geht sowieso unter. Aber wenigstens rieche ich gut. Depression. Von Calvin Law. Ob er mein Traummann ist? Ob er vielleicht einen Bruder hat? Ob ich gleich kotzen muss? Ein tödlich guter Duft. Kat, die Einstellung ist gestorben! Spannend so zu sehen, wie du den Werbespot gedreht hast. Und du warst auch so überzeugend. Das ist einfach, wenn man hinter dem Produkt steht. Dann stehst du also hinter dem Parfum und der Pression von Calvin Lauder? Wenn die Bezahlung dafür entsprechend ist, dann schon. Aber ich muss dir gestehen, dass ich wirklich einige Produkte von Calvin Lauder kaufe. Was denn zum Beispiel? Strumpfhosen vielleicht? Die kaufe ich nur, wenn ich Banken überfalle. Nein, Spaß beiseite. Mal ganz im Ernst. Ich benutze das Zeug. Das Shampoo zum Beispiel. Das nehme ich schon sehr lange. Nicht erst, seit ich bei dieser Firma arbeite. Ich denke, dass ich das Shampoo mag. Ich glaube, es war doch die Pflegespülung. Ich mag doch eben die Pflegespülung. Stopp, halt! Ja, wir flirten wie verrückt. Und anscheinend ist sie sogar richtig interessiert. Aber sie ist gerade erst verlassen worden. Und eine Frau, die verlassen worden ist, kann leicht Ärger bedeuten. Aber seht sie euch an. Sieht sie nicht klasse aus? Ja, sie sieht wirklich klasse aus. Für solche Frauen werden Lieder getextet. Mein Vater macht sowas ständig. Was bleibt zu tun? Soll ich wirklich so blöd sein? Na klar, was denn sonst? Was ich dir unbedingt noch sagen wollte, ist, dass es mir sehr leid tut, was zwischen dir und deinem Freund passiert ist. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht auch sagen würde, dass ich glücklich darüber bin. Stopp, halt! Also, die Lage ist schwierig. Ich meine, wirklich schwierig. Charlie und ich, wir haben uns getrennt. Deshalb sollte ich mich vielleicht eine Weile von Männern fernhalten. Aber seht ihn euch an. Wie oft begegnet man schon einem Mann wie ihm? Es wäre kein Wunder, wenn sein Vater für ihn Liebeslieder textet. Für seine Mutter natürlich auch. Soll ich wirklich so blöd sein? Na klar, was denn sonst? Was hältst du davon, wenn wir uns später ein romantisches Plätzchen suchen würden? Wieso nicht jetzt? Klar, ich bin dabei. Auch wenn ich fahre? Klingt doch gut. Na dann los. Stopp, halt! Ist euch klar, was ich hier die ganze Zeit tue? Ich versuche, krampfhaft Rossés Monsterpickel zu entfernen. Aber wieso eigentlich? Ich meine, ist das Aussehen wirklich so wichtig? Natürlich, das Ganze macht Spaß. Soll ich wirklich so blöd sein? Na klar, was denn sonst? Hat jemand von euch meinen Bunsenbrenner gesehen? Oh Mann, Max. Du kannst dich nicht mehr mit Frauen unterhalten. Dauernd stürzt du auf Toilette, um zu kotzen. Und in deinem rechten Fuß hast du seit Stunden kein Gefühl mehr. Es wird langsam Zeit, dass ich meine Power wiederkriege. Okay, es kann losgehen! Ich muss dir sagen, dass ich dieses Wochenende mit dir sehr genossen habe. Danke, Veronica. Ich auch. Julio, ich möchte nicht, dass du morgen abreist. Das muss ich leider. Die Dreharbeiten sind zu Ende. Hättest du was dagegen, mir zum Abschied einen Kuss zu geben?
Ich glaube, das war Max. Hilfe! Hilfe! Ich hab vergessen, wie man schwimmt! Ich kann mich nicht mehr daran erinnern! Max, ist alles okay? Was ist passiert? Du bist beinahe ertrunken und Julio hat dich gerettet. Ausgerechnet Julio hat mich gerettet? Ich hätte es vorgezogen, qualvoll zu ersaufen. Max, ist alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Ich wäre nur gerne einen Moment allein. Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Ja, alles bestens. Na gut, dann lassen wir dich jetzt allein. Bis später. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Blöd, Mann. Julio Iglesias Junior gesprochen? Kennst du ihn etwa? Ja, ich kenne Julio. Ich meine, natürlich kenne ich Julio. Hättest du Lust, mit mir eine Tasse Kaffee trinken zu gehen, dann könnte ich dir in Ruhe alles über ihn erzählen. Gern. Also, das war so. Als Julio damals Wasserski fahren lernen wollte, kam er zu mir. Und ich sagte, Julio, Baby, das ist doch kein Problem. Ich glaube, ich habe meine Power wieder. Du meinst, bevor ich Max gerettet habe? Ja, genau. Wenn ich mich recht erinnere, wolltest du mich gerade küssen. Ich kann nicht. Wie bitte? Wie meinst du das? Ich kann dich nicht küssen, Veronica. Das verstehe ich nicht. Kann es sein, dass ich mich so getäuscht haben soll? Ich habe geglaubt, dass wir uns verliebt hätten. Das stimmt ja auch. Das kann man sagen. Aber du hast diese Beziehung hinter dir. Und ich will nicht dein Lückenbüßer sein. Ich will der Einzige sein. Aber Julio, ich glaube, das bist du. Dass du das glaubst, reicht nicht. Du musst es wissen. Kriege ich nicht doch noch schnell einen Kuss? Nein, Veronica. Und wenn ich dich irgendwann küssen sollte, dann geht das bestimmt nicht schnell. Hallo, ich bin Julio Iglesias Junior. Für mich sind 3 Ds wichtig, um bei Frauen erfolgreich zu sein. Disziplin, was bedeutet, sportlich zu sein und in Form zu bleiben. Diskretion, man plaudert nie etwas aus, denn Seriosität ist in. Und schließlich die Dermatologie. Ohne eine glatte Haut kriegst du deine Traumfrau nie, das ist sicher. Mein Geheimnis ist Calvin Lauders Pickelkiller, die mildpflegende Gesichtslotion mit Tiefenwirkung. Sie können an meiner Haut sehen, wie wirksam sie ist. Jetzt sehen wir mal, was passiert, wenn man Calvin Lauders Pickelkiller nicht benutzt. Aber Leute, das, was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist nichts für schwache Nerven. Und sollte Menschen mit einer Herzschwäche und auch Kindern möglichst nicht gezeigt werden. Ich lasse Ihnen einen Augenblick Zeit, damit Sie sich umdrehen können, wenn Sie es nicht sehen möchten. Okay. Sind Sie bereit? José, nimm deine Maske ab. Your personality, and I can see how you could be a part of me, but you're always in time, yeah. When you could be mine, yeah, you could be my girl, you could be my world, yeah, yeah. What it's like to have you in my arms. But though you'll stay beside me, and I won't do you wrong. So take my hand, you're the one I'm dreaming
um genau zu sein, wir sind die Produzentinnen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns noch mal in Ruhe über den Text unterhalten. Naja, sagen wir gegen 8 in meiner Wohnung? Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, was? In den Arm wäre ehrlich gesagt auch ganz schön. Hallo, ich bin Julio. Ich bin Karen und das ist Veronica. Hallo, Veronica. Veronica. Ich hatte mal einen Wellensittich, der Veronica hieß. Ach, und was ist mit ihm passiert? Lustigerweise hatte ich auch eine Katze, die Karen hieß und die der Grund dafür ist, dass Veronica nicht mehr unter uns weilt. Bist du Julio Iglesias Junior? Sieht ganz danach aus. Jedenfalls habe ich seine Hosen an. Du bist anders, als ich mir dich vorgestellt hatte. Naja, anders ist doch gut, findest du nicht? In diesem Fall ja, finde ich auch. Karen, ich glaube, wir müssen jetzt los. Ja, also wir sehen uns ja noch. Das hoffe ich doch. Also, bis später. Der konnte sich ja deinetwegen gar nicht einkriegen. Er hat mich doch die ganze Zeit angepackt. Ja, deswegen hattet ihr dauernd Blickkontakt. Ja, genauso viel wie ihr. Oh, am Ende werden wir noch Konkurrentinnen. Timmy, wach auf. Timmy, Timmy. Ich bin's doch. Sieh mich an. Noch 5 Minuten? Einverstanden. Und deshalb hat man den Tintenkiller erfunden. Meine Freundin hat damit auch Probleme. Ah, der Tintenkiller! Vielleicht habe ich die Geschichte falsch erzählt. Das ist doch nur José. Er bringt mir meine Axt zurück. Es geht um die Feuerbestimmungen. José, diese Maske in Verbindung mit der Axt ist geradezu geschäftsschädigend. Das ist ja abartig. Hier hast du sie. Weshalb trägst du so eine Maske? Ich spiele Hockey. Du spielst kein Hockey. Wie wär's mit Fechten? José, raus mit der Sprache. Ich bin... verunstaltet. Verunstaltet? Du meinst, dass du einen Pickel hast? José, Menschen zwischen 7 und 70 können Pickel bekommen. Ich meine, die haben wir doch alle mal. Nicht so einen wie diesen hier. Komm, zeig mal her. Also wirklich, du glaubst doch nicht, dass ich mich über dich lustig mache. Versprochen? Ich verspreche es dir. Also gut. Sollten wir jetzt wirklich nur noch Veronica, es sind inzwischen 3 Stunden. Ich weiß, aber wir haben ihn noch nicht beim Paragliding gesehen. Das ist ja irre, so kenne ich dich überhaupt nicht. Ich bin so, das ist ja klar, aber du? Was würde Charlie dazu sagen? Ich würde gar nichts dazu sagen. Wir haben uns getrennt, bevor er weggefahren ist. Wie ist das denn passiert? Wie fühlst du dich? Ganz gut. Er sagte, dass man auch mal andere Leute kennenlernen muss. Er hat sich doch einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Veronica! Das war mein Glück. Vielleicht auch nicht. Du wirst doch hoffentlich keinen Lückenbüßer suchen. Karen, das darf nicht wahr sein. Er kommt direkt auf uns zu. Oh. Entschuldigt, gehört ihr beide zum Produktionsteam? Ja. Wow, der kann ja Wasserski fahren. Wer ist das? Julio Iglesias. Junior. Das schnellere, schnittigere Modell. Der Julio Iglesias Junior? Ja, ja. Na und? Er sieht unwahrscheinlich gut aus. Ja, ich weiß. Deswegen hat er auch einen Exklusivvertrag bei Calvin Lauder gekriegt und steht jetzt dauernd vor der Kamera. Naja, so gut fährt er nun auch wieder nicht Wasserski. In der Woche dreht er einen Werbespot nach dem anderen und zwar für alle möglichen Produkte wie Gesichtscreme oder Cologne und natürlich Unterwäsche. Den sollten wir uns ansehen, wenn sie den drehen. Pronto. Ich glaub's nicht, das ist doch nicht zu fassen. Ihr sprecht, als wäre er nur ein Lustobjekt. Wie bitte? Na, glaubst du, ich durchschau das nicht? Ach, du bist doch nur neidisch. Aber warum sollte ich neidisch sein? Weil er besser Wasserski fährt. Das finde ich gar nicht. Weil er besser aussieht. Sag mal, wovon redest du überhaupt?
Ja, und er hat viel schöneres Haar. Jetzt ist es aber genug, ja? Gehen wir, sonst kommen wir noch zu spät zur Arbeit. Du kannst schon mal vorgehen. Wir kommen gleich nach. Ja, wir müssen nämlich noch etwas erledigen, weißt du? Das glaubt ihr doch wohl selbst nicht. Ich muss sagen, dass ich mich für euch schäme. Wir müssen leider wirklich arbeiten. Ich weiß.